Und somit willkommen, Freunde, zu The Light Remake. So, ich hatte schon mal angezockt eine Zeit lang. Da hat mir eine Sicherung gefehlt, die mir wahrscheinlich generell fehlt. Aber ich habe sie nicht gefunden. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Dann dachte ich, das Game hat gespeichert. Es hat es nicht getan. Das heißt, wir löschen nochmal die Daten und fangen mal ganz von vorne an. So, neues Spiel. Neues Glück. So, wir fangen natürlich in dem wunderschönen Gebäude hier an. Ist ja eigentlich ein Horrorgame, aber dadurch, dass draußen die Sonne scheint, ist es schon ganz geil. Aber wenn ich überlege, so die Räume hier, die haben schon was Düsteres. Jetzt mal gucken, dass ich hier auch ja nichts übersehe. So, die Tür ist zu. Da war wieder dieses typische, ne? Schnee, Röhrenfernseher, macht einem mal ein bisschen Angst. Könnte man sich auch fragen, warum ist der an? Ja, alter Effekt funktioniert irgendwie immer wieder. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rüber. Hier finden wir so ein schönes altes Rohr. Ist unser Inventar, sehr gut. Dann können wir hier die Tür aufbrechen. So. Die Bretter lassen die Tür nicht aufschließen. Das hat mich ein bisschen geärgert, so von der Übersetzung her. So, manchmal bezahlt ja auch Geld dafür. Aber okay, es soll uns jetzt hier nicht stören. Okay, hier ist nichts drin. Die Gegenstände, die man einsammeln kann, die werden meistens dann irgendwie so leicht... Oh, sehr schön. Die werden dann immer so leicht hell hervorgehoben. So, was haben wir hier? Nix. Also wie gesagt, ich habe es einmal gezockt, bin auch ein bisschen weitergekommen, aber irgendwann ist dann auch mal vorbei mit der Erinnerung. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es hier irgendwie einen Schrank gab. Und diesen Schrank musste ich irgendwie aus dem Fenster schubsen. Guck ich mal, ob ich den jetzt hier übersehen oder vergessen habe. Gehen wir nochmal in unseren Ursprungsraum zurück. Ja, das muss woanders sein. Ja, die Tür ist versperrt, da finden wir später noch einen Schlüssel für. Ach hier. Die Taschenlampe habe ich ganz übersehen. Sehr gut. Das hilft doch schon ein bisschen. Der Raum war zu. Der Raum war zu gemauert. Okay, der ist auf. So. Ach, klar. Jetzt weiß ich wieder. Das Interessante ist, wir haben jetzt hier das Auditorium. Da ist so ein gelbes Kreuz und ich glaube auf dem Schrank, den wir irgendwie aus dem Fenster schubsen müssen, ist auch ein gelbes Kreuz, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, der geht hier nicht auf.
Müssen wir mal darauf achten, ob hier irgendwo ein Stromkasten ist oder so. An der Wand, dass wir da vielleicht die Sicherung rausnehmen, wo ich am Anfang berichtet habe, dass die mir irgendwie gefehlt hat. Hier ist ein Feuerlöscher. Ist auch nichts. Weil da bin ich nämlich letztes Mal überhaupt nicht weitergekommen. Okay. 7 MPM. Nö. Sollten auf jeden Fall auf die Bilder achten, ob hier irgendwelche Zahlen sind. Okay, da ist eine 0 unten. Okay, die können wir wahrscheinlich auch aufbrechen. Oder geht das jetzt nicht mehr? Achso, wir müssen... Genau, so müssen wir es machen. Jawohl, Tür ist auf, sehr gut. Hier ist das Archiv. So, die Schränke gingen, glaube ich, auch gar nicht auf. Ich hatte hier in dem Raum auch nichts gefunden irgendwie. Hier ist das Zahlenschloss. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwas mit 704 oder so. Ah, 047 war es. Okay. Super. Würde ich sagen, machen wir mal den Schrank auf. Da finden wir die Filmrollen. Projektorfilm. Mehr war hier auch gar nicht drin, ne? Nee. Okay, dann kann es weitergehen. Muss nochmal die Tür finden, wo ich den Schrank rausschubse. Hier ist er, genau. Na gut. Da müssen wir dann hinterherlaufen und finden dann einen Schlüssel. Trotzdem kann es ja sein, dass in dem Raum noch hier was anderes ist. Ich habe am Anfang immer gedacht, das ist so ein Game, da muss man Schritt für Schritt, Step für Step irgendwie durchgehen und man findet nicht, man findet keine anderen Gegenstände. Ist aber Blödsinn, also findet hier teilweise echt viel. Muss nur genau gucken. So, hier ist aber nichts. Die Frage, rennen wir jetzt erst nach draußen oder gucken wir uns hier nochmal um? Hier liegt auch keine Sicherung oder irgendwas rum. Ich bin ein richtiger Sicherungsfetischist hier geworden. Wenn hier erstmal nichts ist, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal runter. Ja, oder gehen wir hier nochmal lang. Kann ja nicht schaden. Weil das ja unser Anfang hier ist. Hier war ja auch nichts, ne? Weil es gibt nämlich mehrere Schlüssel, die man noch findet. Okay. Ne, dann rennen wir erstmal raus. Sammeln den Schlüssel ein. Und jetzt glaube ich noch, mich daran zu erinnern, dass der Schlüssel unten für den Keller da ist. Also, dass der passt. Okay, hier ging es nicht. Ah, da hinten geht's runter. Wir können uns auch draußen noch mal ein bisschen umsehen und ein bisschen was einsammeln, weil da brauchen wir auch noch einiges. So, hier unten können wir auch noch mal gucken.
So, hier sind auch so zwei Art Schließfächer. Okay, hier ist die Sicherheit. Oh. Niedlich gemacht. Der Anruf des Ministeriums war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. In der ersten Sekunde will das gehören. An die an dem anderen Kabelende vorgesagte Information nicht glauben. Aber allmählich kommen das Bewusstsein und das Entsetzen. Man muss jedoch die Emotionen zurückhalten, Ruhe und einen klaren Verstand dabei haben. Es gibt keine Verwaltung, jetzt kann ich verstehen, warum. Und wir haben die Last auf uns zu nehmen. Die Entscheidung ist dringend zu treffen. Okay. Ah, hier haben wir einen Schlüssel. Ist schon mal sehr gut. Ist weiter nichts. Gucken wir mal, für was der Schlüssel war. In der Meinung, dass hier auch irgendwo noch eine Karte war. Genau, hier, die Karte, toll. Ja, doch gut. Mal gucken, ob wir oben noch eine Tür haben, die wir aufschließen können. Vielleicht war das sogar die mit dem Kreuz hier. Jo, die war's. Sehr gut. Ach genau, das ist der Kinosaal hier. Wo der natürlich kein Strom ist. Deswegen wir auch irgendwann in den Keller gehen mussten. Können wir, glaube ich, die Filmrollen schon mal einsetzen. Ja. Steht auch, man muss den Strom einschalten. Deswegen habe ich auch gedacht, dass hier irgendwo eine Sicherung noch versteckt ist. Was auf jeden Fall geht, wir haben so einige Stühle, die wir hochklappen können. Ja, die Reihen nochmal abgehen. Hier unten noch einer. Also ich habe sonst in dem Raum hier auch nichts weiter gefunden. Hier ist zwar auch ein Raum. Da muss, glaube ich, dann die Sicherung rein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier ist der Sicherungskasten. Wobei das ist, das ist noch das Rätsel, wenn der Strom fließen soll. Der Sicherungskasten ist noch ein anderer. Das ist eine Kamera, da liegt ein Tacker rum, das ist auch immer nützlich. Schubladen gehen nicht auf. Ne, dann war es das hier in dem Raum. So. Hier am Podest bin ich auch schon mal oben gewesen. Ich glaube, da war auch nichts, ne? Ne, hier liegt eine Uhr rum. Ne. Okay. Dann würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir erstmal rausgehen. Ja, eher mal bei so Spielen, dass man denkt so, ach, komm nicht aus dem Gebäude, was soll ich machen? So. Aber hier ist es halt anders. Ja, hier steht ein Schrank einfach so rum. Sollten wir uns im Außengelände auch gleich nochmal umgucken, weil ich denke mal, da werden wir auch noch einiges finden. Erinnert euch nochmal an die Dose, die da irgendwie rumlag, aus dem Intro.
gerade haben wir schon von innen nach draußen geguckt. So, aber das erste, was wir machen, ist erstmal der Schrank. Hier ist der Keller, den wir dann aufschließen müssen. Hier ist ein Eimer. Ach, da hinten ist der Schrank. Sehr gut. Ne, ist er gar nicht. Ist eine umgekehrte Bank. Ah. Eine umgekippte Bank. Genau, eine umgekehrte, umgekippte. So. Dann müsste die... Ach, hier ist er. Alles klar. Jetzt haben wir es. Hier müsste jetzt ein Schlüssel liegen. Wie hat er jetzt gespeichert? Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Bus. Sehr gut, da finden wir nämlich den Benzinkanister. Sehr gut. Bisschen Kraftstoff. Also den Brief haben wir jetzt nicht gelesen, das war auch nicht dramatisch. Jetzt noch mal wegen der Soda-Dose. Obwohl hier im roten Auto müsste ja auch noch was sein. Aber da war ein Geigerzähler oder so. Warum auch immer. Draußen finden wir auch nichts. Weiter mehr, glaube ich. Ich glaube, wir können noch mal gucken hier wegen der Soda-Dose aus dem Intro. Hier kommen wir ja auch nicht lang. Ein großes Gebäude, wo wir nicht hinkommen. Von dem Auto finden wir nur ein Bild. So, und hier liegt die Dose aus dem Intro. Steckt die zwar ein, aber ich weiß gar nicht, warum wir die haben, weil die bringt uns nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Keller, schließen den mal auf. Ach, den Schlüssel gar nicht eingesammelt hier von dem Schrank? Nee. Bin ja ein Schlumpf. Weil der Schlüssel, der muss doch da liegen. Neben dem Schrank. Na, ich laufe natürlich wieder einmal falsch rum. Naja, Schlimmeres. So, und hier muss jetzt der Schlüssel irgendwo liegen. Ja, da ist er. Liegt da noch irgendwas anderes?
Okay, dann haben wir den Kellerschlüssel. Können wir auf jeden Fall schon mal Diesel nachkippen, damit der Generator im Keller angeht. So viel habe ich ja schon gespielt. Dann müssen wir natürlich die Sicherung irgendwie finden. Feuerzeug, das wir einsammeln können. Und hier können wir das Benzin auffüllen. Genau. Hier ist jetzt die Sicherung, die fehlt. Ich habe die Sicherung in dem Spiel nie gefunden. Noch nie. Ich habe es jetzt mehrmals gespielt, aber ich weiß nicht warum. Ich vermute mal, dass irgendwo ein Kasten rumhängt, den wir brauchen, Sicherungskasten, wo wir die Sicherungen denn klauen können aus irgendeinem anderen Gebäude oder so. Hier in dem Gebäude können wir bestimmt die Drähte durchbrennen. Dann geht die Tür jetzt auf. Ich hoffe ja, dass wir hier die Sicherung dann finden. So, ich habe alles notwendig in den Schränken gelesen, Teile gewaschen und geölt, das alles ganz in Ordnung, aber ich kann die Schranktür nicht reparieren. Der zweite klemmt und gibt nur, wenn ich die anderen öffnen lasse. Hey, komische Uhr ist sinnbildlich stehen geblieben. Morgen hole ich Batterien. Okay. Ist auch nichts zum Einsammeln drin. So, die Schranktür hat irgendwas mit der Uhr zu tun. Ansonsten selber noch mal ein bisschen rum hier. Vielleicht haben wir auch sowas übersehen. Ich sehe ja, wie gesagt, immer noch keine Sicherung, die ich eigentlich bräuchte. Vielleicht aufklemmen oder so? Warte mal. Will er auch irgendwie nicht. So, dann müssen wir mal, was haben wir denn auf? Die allerletzte, die 6 haben wir auf, die 4 haben wir auf, die 1 haben wir auf. Probieren wir es jetzt mal. Jo, hat hingehauen. Wie geil ist das denn? Ah, sehr geil. Wir haben die Sicherung.
Sehr genial. Können wir die endlich einsetzen? Alter, ich dachte eben, da kommt ein Auto angefahren. Strom ist an. Sehr geil. Oha, was geht denn jetzt ab? Hier weiter. Speichert auch gerade. Wo wir da rauskommen oder was wir hier so finden. Gucken wir mal wegen unserem Feuerzeug. Ich weiß nicht, wie lange wir das haben halten können. Ja, das ist schon sehr düster hier. Man hat so das Gefühl, man muss hier unbedingt fliehen aus dem Tunnel. So ein Zettel, den lesen wir uns jetzt aber nicht durch. Das ist das Booster hier. Da kommen wir, ne? Da. Ne, von da kommen wir. Der Lichtschalter geht nicht an. Verschiedene Richtung. Aber wenn man einmal falsch abgebogen ist, dann war's das. Kommt mal wieder da raus, wo man hergekommen ist. Auch keine Lichtschalter, schade. Also sind schon welche da, aber ich kann die nicht einschalten. Wieder da, wo wir hergekommen sind. Wieso machst du das? Ja, da müssen wir ein bisschen mit Sinn und Verstand ran. Gucken, ob
irgendwas einsammeln können. Nicht hier. Funktioniert nicht. Okay, dann kommen wir jetzt erstmal geradeaus. Davon ausgegangen, dass wir von da kommen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, da doch nochmal zu gucken. Weiterzukommen. Hier gelandet. Sonst mal merken, rechts ist ein Graffiti. Sind jetzt die Tonnen. Das ist eine rote Tonne. Das ist Badezimmer. Wisst ihr, wenn wir von gerade auskommen, wir versuchen hier lang zu kommen. Geht's nur in eine Richtung. Geht's auch nur in eine Richtung. Bedrückendes Gefühl, ey. Die Wand. Und wir landen immer wieder hier am Ausgangspunkt. Komischerweise. Badezimmer. Wo man nichts mit anfangen. Boah, Mann, ey, ist das nervig. Sieht auch nichts richtig. Jetzt links lang, wir können aber auch rechts lang. Ja, jetzt müsste es geschafft haben. Ja, ganz schöne Tortur, ey. Thank you.
in ein Tagebuch, das will ich gar nicht erst lesen. Kerzen aufgestellt. Da waren wir schon. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich lang. Irgendwas ins Wasser gefallen. Die Tür ist versperrt. Okay. Ah, 638, alles klar. Sehr gut. Dass es jetzt weniger gruselig wird. Die Kanalisation sind wir jetzt ja langsam raus. Oh! Sind wir hier endlich wieder draußen? Jo. Boah, das war echt heftig, muss ich sagen. So, dann können wir jetzt hier ans Kino gehen. Und uns das mal angucken. Jetzt ist ja mittlerweile auch schon dunkel hier. Jetzt brauche ich die Karte nochmal. So, Kino war ja in der zweiten Etage.
sein, ne, glaube ich, wo das Kreuz war. Jo. Das ist schon mal super. Da scheint der Strom schon zu funktionieren. Oha. Ein Ersatzteil fehlt. Sehr spannend. Frage, wo kriege ich dieses Ersatzteil her? Okay, überlegen wir mal. Okay, was mir einfällt, das könnte. Wir könnten es ja mal an dem Greifautomaten probieren. Vielleicht ist das das Ersatzteil. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken, wo das genau war. Ist das Kino? Irgendwo musste hier sein. Warte, gucken wir nochmal. Ich weiß nämlich nicht, auf der Greifautomat. Jetzt unten oder oben? Ach, unten ist. Warte mal, da ist der Keller. Ich glaube, der war da unten. Jetzt müsste der Greifautomat ja funktionieren. Und dann können wir uns da bestimmt das Ersatzteil rausholen. Gucken, wo der jetzt war. Ich glaube, das war hier unten irgendwo. Ach, hier. Können wir auch die Lampe noch anzünden? Vielleicht wird es ja irgendwann dunkel. Ach, da hinten ist doch der Greifautomat. Sehr schön. So, halt eine E zum Beenden. Das hat nicht ganz geklappt. Aber nochmal. Müssen wir doch ein bisschen weiter zu uns. So. Ach so, ich kann ja auch Schlumpf ja auch mal ungefähr gucken. Das war zu weit, okay. Also der darf nicht. Darf nicht ganz. An die Wand. So würde ich sagen. Jo! Prima.
hoffe, dass das unser Ersatzteil ist fürs Kino. Ja, ich laufe schon wieder einen längeren Weg. Ich bin ja auch einer. Obwohl, da ist ja schon die Treppe. Dann müssen wir wahrscheinlich noch das Rätsel lösen, dass wir die Leiterbahn verbinden. Jo. Ah, alles klar. Boah, war das ein Kampf, ey. Stunden später. Jetzt haben wir's. Sehr gut. Okay. Ja, ich hatte mir da schon abfotografiert und versuchte gerade irgendwie das nochmal irgendwie dagegen zu packen, wie es ursprünglich war und wie ich es jetzt gemacht habe. Okay, Strom ist an. Da müssten wir jetzt ja eigentlich nur nach oben gehen. Wir müssten eigentlich oben den... Projektor anmachen. Genau. Fortschritt vernichtet die Menschheit, ja. Das ist eine dumme Idee, ja. Leider, leider. Sich auf jeden Fall bedanken. Anscheinend von der Botschaft her echt krass in dem Game. Die machen ja wirklich viel kaputt auf diesem Planeten. Heftig und beeindruckend. Nicht schlecht. So, jetzt würde ich natürlich sagen, darauf brauche ich erstmal einen Schluck, aber... So, jetzt haben wir das eigentlich soweit gelöst vom Rätsel her. Aber was ist jetzt als nächstes unsere Aufgabe? Okay, der Raum ist alles dunkel. Oh. Alter, heftig. Was ich vorhin gesagt habe, wenn ich Spielhersteller wäre, dann hätte ich schon überall irgendwelche Fernseher aufgestellt. Also so Röhrenfernseher können echt unheimlich sein in so einem Game.
Ganze Erde kaputt hier. Alles zerstört. Ja, echt eine geile Botschaft, ey, muss man echt sagen. So, Völkerverständigung, Frieden, Umweltschutz. Nicht schlecht. Oh, jetzt bin ich auch einer von denen, der fliegt. Geil gemacht, so symbolisch, ne? Wie die so zerfallen, also. Nach einem Atomangriff. И что-то прекрасное в заброшенных и полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век, проросшие зеленью, потрепанные войной и временем, являются отпечатком великой эпохи, эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен, эгоистичен и жесток, кто, к сожалению, или, может, к счастью, не смог отстоять свое право на жизнь. Eine geile Aufnahme. Ja, aber geiles Game jetzt schon zum Schluss. Ich mag das ja mal, wenn das Ende so geil ist. Da lohnt es sich echt zu zocken, ne? Muss ich sagen. Sehr, sehr geil, also. War gut. Also, teilweise ein bisschen holprig das Ganze. Aber irgendwie haben wir es ja doch geschafft. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und lasst ein Abo da. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dahin.